And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Die Highlights sind herauszufinden, wer es abends, respektive morgen zwischen 4 Uhr, zwischen 3 und 4 Uhr als letzter heimgeht. Und ich stelle fest, es sind immer ein bisschen die gleichen. Und es fehlt die junge Generation, die so lange durchhält wie die ältere Generation. Nach 2 Jahren Pause findet ein Unternehmensapero von der Stadt Wetzikon wieder statt. Bleiben tun wir das Vertrauen, das wir spüren als Politiker von den Unternehmern. Wir können miteinander reden, wir reden auf Augenhöhe, wir gehören wie eine Art oder zu und werden so auch ernst genommen. Was braucht es Ihrer Meinung nach, um den Standort Wetzikon so attraktiv zu behalten oder noch attraktiver zu machen? So persönlich würde ich sagen, Begegnungszonen könnte man noch ausbauen. Welchen Schritt zur konkreten Umsetzung können Sie uns heute mitgeben? Ja, ich habe vor allem probiert, gute Fragen zu zeigen. Weil es sind alles schlaue Unternehmer hier, die für eine ganz individuelle Situation eine Lösung suchen. Also Wetzikon hat natürlich ganz einen Haufen gute und innovative, weltmarktführende Unternehmen, auch, die hier zuhause sind. Und das ist ganz wichtig für den Standort Zürich-Oberland, weil neben der schönen Lebensumgebung braucht man natürlich auch hochqualifizierte Arbeitsplätze und das bietet Wetzikon. Ja, ich denke, als Wetzikoner Unternehmung, wahrscheinlich nicht eine von den unbedeutenden, finde ich das sehr spannend, dass man sich heute Abend trifft. Das ist wahrscheinlich der einzige Anlass in diesem Rahmen, wo man mal mit ganz vielen Leuten auf kleinem Raum kann, ungezwungene Diskussionen führen kann. Hochspannend. Die Stadt Wetzikon freut sich jetzt schon auf den nächsten 3 Königsapero im Januar 2023.